Ich war sehr glücklich, dass ich mein zweites Tor für Hannover schießen konnte. Ja, ich glaube, dass wir in der ersten Halbzeit sehr gut gespielt haben, wenig Torchancen zugelassen haben und ein ordentliches Spiel gemacht haben. Und ja, 1:0 verdient in Führung gegangen sind. Ja, ich glaube, dass wir nach der Halbzeit sehr schläfrig rausgekommen sind, dass wir da zu viele Chancen zugelassen haben, dann das Tor auch blöd kassieren. Und am Ende hätten wir das Spiel aber noch gewinnen können, hatten genug Chancen. Und ja, ich glaube, dass wir dann eher enttäuscht waren als zufrieden mit dem Punkt. Ja, also wir hatten schon eine Ecke einstudiert gehabt. Genki hätte eigentlich den Pass direkt auf mich spielen sollen. Ich war ziemlich frei auch, wie ich im Video gesehen habe. So kam der Ball trotzdem zu mir. Und ja, ich habe dann einfach gedacht, ich schieße, weil der Torwart eh viele Personen vor sich hat und den Ball vielleicht spät sieht. Und ja, es hat einfach geklappt. Ich war sehr überrascht, dass ich nach langer Zeit wieder ein Tor schießen konnte. Ja, früher ging das öfters in der Jugend. Da hat man einfach gejubelt und so wusste ich erstmal nicht, was ich mache und habe mich einfach gefreut. Dann kamen ja die ganzen Mitspieler dazu und ja, es war einfach ein schönes Gefühl. Das würde ich gerne öfters haben. Ich glaube, im Moment läuft vieles für mich gut. Bin frisch verheiratet. Wir bekommen ein Kind zusammen, ich und meine Frau. Wir freuen uns einfach riesig auf das neue Lebenskapitel, sage ich mal. Wir sind sehr aufgeregt schon, aber wir freuen uns einfach, dass wir bald zu dritt sind. Besser gesagt zu viert mit unserem Hund noch. Und im Moment mit den zwei Starteinsätzen, also Startelf-Einsätzen, läuft eigentlich alles so, wie ich mir das wünsche im Moment. Ja, ich glaube, mein größtes Talent neben dem Platz ist vielleicht das Handwerken. Ich bastle sehr gerne, sei es im Zimmer Veränderungen oder ja, einfach mal eine Wohnung zu renovieren mit meinem Papa zusammen. Und ja, das macht mir halt relativ Spaß und ich glaube, da bin ich nicht so schlecht drin. Ja, ich glaube, wir haben uns mehr erhofft, glaube ich, die Saison. Das ist noch nicht das, was wir können. Wir haben schon öfters bewiesen, dass wir mehr können. Und ich glaube, die Stimmung ist trotzdem sehr gut in der Mannschaft. Wir freuen uns einfach, dass wir spielen dürfen, dass wir spielen können und jeder ist glücklich. Gut läuft, dass wir eigentlich immer Vollgas geben in jedem Spiel. Ich glaube, das sieht man uns an, dass jeder sich reinhängt in die Spiele und dass jeder gewinnen will. Ich glaube, dass besser einfach werden muss, dass wir vielleicht den Gegner nicht die Hand reichen mit einem Gegentreffer oder so, dass wir dann voll draufhauen und vielleicht das zweite oder das dritte Tor hinterher schießen und dann das Spiel am Ende gewinnen. Ja, die kommende Aufgabe ist am Sonntag mit Würzburg. Ich glaube, da haben wir noch eine Rechnung offen und wir tun uns gut vorbereiten auf das Spiel und wollen natürlich mit einem Sieg am Sonntag vom Platz gehen.